Juhu an alle und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuer Rot Detour Challenge. Als ich gerade auf meine Position zurück sneaken wollte vom Pokémon Center, hat der Typ mich genau in der Sekunde 180 Grad gedreht und deswegen sind wir bis jetzt so, aber ich wollte euch diesen Kampf natürlich nicht vorenthalten. Meine Pokémon müssen geheilt sein, also los geht's. Ja. Oh ja. Yeah. Deswegen habe ich mich gerade nochmal nebenbei mit dem Kundenservice geklappt von jemandem. Ich habe mich was bestellt, überwiesene. Ja, und dann kam irgendwie nichts. Dann habe ich die erste Mahnung bekommen, also eine Mahnung, die haben uns was bestellt. Ja, bitte beweisen Sie das dann. Und so, wait, ich habe vor 5 Tagen bereits das Zeug überwiesen. Nochmal Foto gemacht hier. Und jetzt, genau nach einer Woche, nachdem ich es überwiesen habe, kam die E-Mail. Vielen Dank, dass Sie uns angeschrieben haben. In der Tat ist die Überweisung bei Ihnen eingegangen. Nein, wirklich. Ja, das passiert natürlich nur bei mir. Ein Datenübertragungsfehler konnte deswegen die Überweisung nicht mit dem Produkt, was ich bestellt hatte, zugeordnet werden. Das passiert nur bei mir. Ich habe mal wieder sehr viel Edge. Also so viel Glück gehabt. Ja, was kann denn das scheiß Vulcano für scheiß Attacken? Und da hat mir jemand geschrieben, hat mir sogar noch gehört. Das muss ich natürlich jemanden schicken. Das passiert aber nur mir. Das Scheiß passiert auch nur mir. Habt ihr auch sowas? So Dinge, wo ihr Glück habt, also negatives Glück, ja nächstes Mal. Ja. So negatives, könnte man in den Kommentaren schreiben, so Dinge, die nur euch passieren. Zum Beispiel bei mir geht immer fast manchmal, also wenn was schief geht, dann geht's richtig schief. Zum Beispiel jetzt hier. Beweisung wird meiner Bestellung nicht zugeordnet, oder sowas lustiges, oder so ein super Sonderausnahmefall, der nur bei einem von 1000 Kunden auftritt, passiert bei mir. Was gibt's denn da? Erklumann, das ist ein schönes Pokémon. Hatte ich denn noch irgendwo? Na egal. Aber manchmal hat man halt extremes Pech. Das ist echt unglaublich. Kämpfen gegen Aglumanda. Okay, wäre man dann zu wissen, falls ihr das kennt, irgendwoher so super mega viel Pech zu haben. Oder genau euer Brief kommt nicht an und sowas ist wie es. Ja, er hat die dumme Kuh in meinen Angriff gesenkt, ob er es denn der ist. Okay. Heule. Und noch weniger Angriff. Okay, this may take a while, sage ich nur. Oder genau dieser eine USB-Stick, wo die Daten drauf sind. Genau der hat Lust, sich selber zu formatieren. Und mein Angriff sinkt noch mehr. Das ist nicht so super nett, Lumanda. Bam, 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 bam. Und immer noch nicht effektiv. Aber mit ein bisschen Glück. Mein Angriff ist ja schon effektiv bei 0. Mit ein bisschen Glück vernichte ich ihn jetzt. Yay! Super. I did it! Bam! Level 13. 23, nicht 13. Hat jemand 13 gesagt? Ich? Nee, ich mach's nicht. Bestimmt nicht. Schnell und präzise besiegt. Naja, eher nicht so. Dann stellen wir uns nochmal symbolisch hier hin. Johann, alle willkommen zum nächsten Part. Okay. Das war Fehler, aber irgendwie habe ich so ein Gefühl gehabt, dass das schief geht. Genau, ich will mir an jemanden vorbei sneaken. Ist auch wieder so ein Typ, der dreht sich genau in der Sekunde um. Ha, wie wär's mit einem Kampf? Naja. Bleibt mir denn eine andere Wahl?
Capivan, ein Kleinsteintrainer. Yay, meine Lieblingstrainer. Ich mag sie. So unheimlich sehr, diese Kleinsteintrainer. Was kannst denn du? Lehnsohlen, Intensität. Warum macht ihr das denn nicht? Dinge gibt's. Kennt ihre eigene Pokémon nicht so gut. Oh, er macht's doch. Oh nein, er macht 8, das tötet mich. Dammit! Nein, Capivan, du warst mein Lieblings-Dito. Ich traue so lange um dich, bis ich den nächstes rausschicke. Come on! Okay, 4 ist nicht so stark. Ich brauche nur einen Hit. Was? Das ist aber süß. Ich brauche nur einen Hit. Und dann ist es weg. Tschüss, Kleinstein! Nein. Dich intensitäte ich auch weg. Lancelot. Was ist eigentlich für ein Name? Sir Lancelot. Von und zu Kleinstein Onyx Trainer. Intensität eben. Das macht Spaß. Attacken, die stark sind. Yay. Ich mag jetzt Kleinstein-Trainer, wenn ihre Kleinstein mindestens Level 21 sind. Ah, oh, das war ein Volltreffer, okay. 7. Ich glaube, 9 ist stärker als Erdbeben. Level 24. Lancelot. Ah, ein fairer Kampf. Ja, fast. Feuerheiler. Auch schöner. Jetzt wäre ein anderes Pokémon nach vorne. Wie wär's mit Copy Tree? Ich sehe mich sowieso gleich wieder zurück ins Pokémon Center rennen. Aber ich glaube, das werde ich raufschneiden. Oh, ein Typ, der Käfer-Pokémon hat. Du hast keine Chance gegen meine Käfer-Pokémon. Raub. Level 21, richtig? Level 20. Ein Raupi, Level 20. Immerhin bist du kein Hornui, denn die sind schlimmer. Denn Raupi, Level 20, die super Hidden Power, die alles vernichtet, so ein Käferbeben. Sagt äquivalent zu Erdbeben, nur vom Typ Käfer. Wäre eigentlich mal eine coole Attacke. Dann wird ein Käfer irgendwie mal starke Attacken bekommen. Ich meine, die können auch so stark attacken. Dann später irgendwann. Käfergebrumm. Gibt's da noch irgendwo? Aber mit diesen paar Tickets kriege ich sie doch niemals down. Vor allem, wenn sie daneben gehen. Vor allem, wenn Tickel daneben geht. Oh, ein Crit. Oh, ich habe noch einmal Tackle, dann hätte ich mal austauschen müssen. Ja, das werde ich tun. Ah komm, da können wir auch ein angeschwächtes Dito reinschicken. Bam 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 bam. Wandlerattacke. Entspannender Kampf. Sie geben sich nichts. Sie starren einander an. Ich raten, hast du noch ein Honui. Und du hast dann noch ein Kokuna und noch ein Saftkorn. Richtig, richtig, richtig. Volltreffer. Ja, der kommt jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt. Honui. Nö. Ich verzweifle, ich glaube zu Tode. Zu Tode Verzweifler. Nach Tackle, Giftstachel. Scheiße, ich glaube, Raupi kann vergiftet werden, ne? Speed mir das ein bisschen ab, das wäre sowieso nichts Spannendes, außer dass ich nur noch 7 KP habe. Das ändern wir, indem wir einen Supertrank benutzen.
So. Fadenschuss. Sie starr ineinander an. Ich warte auf den Tag, an den... Ja, aber verzweifelt. An den Raupi vergiftet wird. Ein Blutzug! Ey, ein neues Pokémon! Yeah! Hep hep hurra! Was kann denn das Blutzug? Hoffentlich was anderes außer Blutsauger. Das wäre echt super. Was anderes außer Blutsauger und Gesichter. Es kann Konfusion. Super geil. Ich kann eine Attacke, die gegen das Blutzug selber sehr effektiv ist. Das gefällt mir. Nein, Blutzug, du wirst diese Attacke jetzt nicht gegen mich selber verwenden. Danke. Schicksal sagt nein. Nicht heute. Meine Käfer-Pokémon. Nein, ich wollte meine Pokémon auch in Krank gehen. Ich gehe jetzt in den Felstunnel. Ja, genau, Felstunnel heißt er. Ich kann mir jetzt nicht helfen. Immer nur Dunkelhöhle. Aber ist es ja gar nicht, ne? Camper. Oh Gott, der hat so viele Pokémon, ne? Jetzt ist mein Pokémon vorne, das übelst kaputt ist. Ist natürlich sehr praktisch, muss ich schon sagen. Wenn man sich instant Hyperzahn. Ja, okay, das geht auch. Das ist okay, ratzfatz. Damit kann ich leben. Tackle. Okay. Hyperzahn. Aber wir haben ja rausbekommen, dass es sich jetzt selber killt, eventuell. Warte mal, Kost, kann der keinen Druckzug mehr? Doch. Wollte gerade sagen. Ratzfatz ist einfach nur so ein kleines Nervi. Ich hab mal jemanden gesehen, der hat eine Ratzfatz-Challenge. Ich hab nicht gesehen, was er auf dem Kampf steht. Ratzfatz-Challenge gemacht. Also nur mit Ratzfatz alles zu machen. Sagen, man fängt ja auf der ersten Route in Ratzfatz und damit macht man auch die Pokémon-Liga. Das sah sehr interessant aus. Der hat ein. Mit X. Mit X-Angriff und sowas dann gearbeitet. Hätte ich nebenbei noch angeschrieben. Sagen, oh Gott. Ich bin total abgelenkt. Hör auf, mich anzuschreiben. Was wollte ich sagen? Genau, der hat dann nur Ratzfatz, hat dann halt einen X-Angriff und so einen Scheiß gearbeitet. Nö, ich glaube, es wird ganz gut damit. Es läuft ganz gut mit Ratzfatz. Ich muss ihm nur mal einen Supertrank geben. Am Anfang läuft es halt noch relativ gut und der entwickelt das Ratzfatz endlich. Also, auf jeden Fall sehr lustig. Ich weiß aber nicht mehr, welcher YouTuber das war. Das ist jetzt nicht wirklich gerade passiert, oder? Warum? Warum? Achso, weil ich schon so viele Sandwirbel drin habe. Okay, dann würde ich sagen... Danke, Copy Tree. Copy 4. Do your job. Speeden ist ein bisschen... Ich glaube, nach dem Kampf mache ich auch erstmal eine Folgenpause. Ich muss mal wieder... etwas zu mir nehmen, also Essen und so, ne? Wäre eine Idee, ne? Kratzer! So viel Schaden! Giftstachel, man kann ich ihn theoretisch vergiften, wenn ich treffen würde. So, und genau jetzt, zu diesem Zeitpunkt, tausche ich wieder auf Copy 2. Nein. Ja, es wird jetzt wieder ein sehr langer, anstrengender Kampf. Danke. So, was benutzt du jetzt? Rettern. Ach komm, nick mich, nein. Sag mal, kann das sein, dass die KI so ein bisschen taktisch kämpft? Jetzt nicht viel, aber eigentlich ein bisschen. Giftstachel, das macht sowieso kaum Schaden.
macht keinen Schaden. Okay. Neues Pokémon, neues Glück. Copy 4. Was? Willst du mich verarschen? Ach, solange der hier Wickel macht, oder wie? Danke, jetzt aber. Vielen Dank. Biss. Warum macht er nicht Biss die ganze Zeit, frage ich mich. Und schreckt dabei zurück, so wie er es die ganze Zeit macht. Ja, das ist doch schön. Easy, ich hab müssen mich hier. Ich kann nicht mehr sprechen. Ist hier oben irgendwas Spannendes? Okay, dann rennen wir jetzt nochmal ins Pokémon-Tunnel zurück. Und dann mache ich einen Folgen-Cut. Einen folgenschweren Cut macht er dann. Nehme ich meine Schere und ramme die in den Bildschirm. Bam, 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 bam. Dam, dam, dam. Okay. Abmoderation, während man noch läuft. Okay, Leute, ich würde sagen, im nächsten Part geht es dann dort an der Stelle, an der ich gleich stehen werde, weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, ciao.